take it slow. Anything that you want, do you not get it on? When you need me. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem Video von mir. Heute geht es um ein Get Ready With Me. Ich gehe lecker essen mit dem Devin. Heute ist ein Tag nach Halloween. Wir waren gestern zu Hause und haben uns heute überlegt, dass wir dann einfach mal spazieren gehen, irgendwo uns hinsetzen und lecker dinieren. Und deswegen habe ich mir dieses Make-up überlegt, mich zurechtgemacht, meine Haare zurechtgemacht. Werde euch das jetzt auch alles in dem Video zeigen. Und warum ihr dranbleiben solltet, erkläre ich euch jetzt. Es gibt in diesem Video eine mega fette Verlosung. Und zwar hat GoFeminin sich bereit erklärt, mir 3 solcher Pakete zuzuschicken. In jedem Paket sind 10 solcher Make-ups drin. Ich verlose einige dazu. Aber mehr dazu am Ende des Videos, denn als erstes möchte ich euch zeigen, wie ich mein Make-up geschminkt habe, wie ich mich zurechtgemacht habe. Ja, viel Spaß beim Schauen. Als allererstes nehme ich meine Pinzette und zupfe mir meine Augenbrauen sauber. Nun nehme ich meine L'Oreal Perfect Match Foundation. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass ihr in diesem Video 10 Flaschen von diesem tollen Make-up gewinnen könnt. Mehr dazu in der Videobeschreibung. Zum Schminken nehme ich meinen neuen Lieblingspinsel von Da Vinci. Diesen handgemacht und super hochwertig. Die Infos dazu findet ihr ebenfalls in der Infobox. Ich starte mit dem Foundation- und Concealer-Pinsel mit der Nummer 9775 und trage damit mein Make-up auf. Anschließend nehme ich meinen Concealer-Pinsel mit der Nummer 12 und trage meinen geliebten MAC Concealer auf. Und keine Sorge, wenn ich zwischendurch aussehe wie ein Indianer, das wird alles noch verblendet. Könnt, nehme ich nochmal meinen Foundation-Pinsel und verblende meinen ganzen Concealer damit. Nun kommen wir zu meiner heißgeliebten NYX Contouring Palette und bräunen damit ein wenig das Gesicht ein. Komme ich zu meinem Losepuder und trage es mit dem Da Vinci Puderpinsel 9924 auf.
Noch ein paar Kleckse und dann lasse ich es für eine Weile einziehen. Nun komme ich zu den Augenbrauen, die ich mit einem Augenbrauenstift etwas nachmale und mit einem Puder auffülle. Das Warten ein Ende und ich darf mich abpudern bzw. alles verblenden. You may not understand, but in due time, girl, I want your body, but first I need your mind. Girl, come follow me, take my hand, let me show you the way. To my lake of love that never runs dry, you can swim all day, but first we gotta take it. Nun komme ich zu meiner heißgeliebten Urban Decay Naked Heat Lidschattenpalette, die ich von meiner lieben Freundin geschenkt bekommen habe. Zum Auftragen nehme ich meinen Lidschattenpinsel mit der Nummer 944. Nun kommen wir zu meinem Lieblingspart, zum Rouge auftragen, und dafür nehme ich meinen Rougepinsel mit der Nummer 9714. Jetzt kommen wir zur Queen der Make-up-Produkte, zu meinem Highlighter, und den trage ich auf mit meinem Rouge-Fächerpinsel mit der Nummer 4774. You may not understand, but in due time.
Habe hier die tollen Make-ups. Ich verlose 10 Flaschen davon. Wie ihr mitmachen könnt, ist wie folgt. Ihr gebt diesem Video einen Daumen hoch, kommentiert das Video, geht dann auf Instagram unter meinem Post zu diesem Video, taggt ihr 3 Freunde und schreibt nochmal drunter, warum ihr dieses Make-up gewinnen wollt. Ob für die Mama, die Freundin, für euch selbst oder. Ich werde dann die 10 Gewinner auslosen und euch das Make-up zuschicken. Vielleicht ist es so eine Art Vorweihnachtsgeschenk. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Ich hoffe, dieses Video hat euch auch Freude bereitet. Gebt euch einen dicken, fetten Knutscher und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!